Entenmann Werkzeugshop. Auch für uns ist was dabei. Einfach online bestellen. www.entenmann-werkzeug-shop.de. SVS Power Tool. Frank Löning, Glückwunsch, 3:1 gewonnen, 2 Tore von dir. Kurzes Gefühl, wie ist es als Tabellenführer in diese Woche zu gehen? Wir haben heute wieder ein Spiel gewonnen. Wir haben das wieder umgesetzt, was wir die Woche vorgenommen haben. Wir wollten unbedingt die 3 Punkte, die haben wir heute geholt und alles andere ist ein schöner Nebeneffekt. Aber wie gesagt, wichtig waren heute die 3 Punkte. Beim Elfmeter, zuerst hatte Roberto den Ball. Hast du was zu ihm gesagt, dass du schießen willst oder hat er gesagt, Frank, übernimm du? Man hat gesehen, dass ich angekommen bin. Ich habe bislang immer alle geschossen und er hat mir den Ball gegeben. War eine schöne Geste von ihm, weil er ist eigentlich auch immer der sicherste Schütze gewesen hier. Und von daher, Dankeschön, Robbe. Ich habe ihm das zurückgezahlt mit dem Tor und mit den Punkten heute. Von daher können wir da ganz gut leben. Ihr wollt natürlich immer gewinnen, nächste Woche gegen Bremen. Und in 14 Tagen kommt es zum Spitzenspiel gegen Saarbrücken. Wie ist da jetzt schon einmal die Vorfreude auf so ein Spiel, wenn bestimmt 4.000, 5.000 Zuschauer in Sandhausen sein? So langsam müsst ihr ja die Marschroute von uns kennen, was für uns zählt. Heute ist das Spiel gewesen und nächste Woche spielen wir gegen Bremen. Und alles andere ist erstmal Zukunft. Wir dürfen also nur nicht mehr erwarten, wie von Spiel zu Spiel zu blicken. Okay, trotzdem vielen Dank, Frank Löning. Bitte schön. HR-Transporte. Christian Glivo, Gratulation, 3:1. Ich verrate jetzt mal was. Wir sind im Moment Tabellenführer. Was ist das für ein Gefühl? Ja, wir haben gut gearbeitet die letzten Wochen und es ist ein super Gefühl und das nehmen wir natürlich gerne mit. Du hast wieder gut gespielt, war ein interessantes Spiel, war ein packendes Spiel. Zufrieden mit der ganzen Leistung? Teils, teils. Also ich denke, der Gegner kann sich nicht beschweren, wenn wir heute 6-7-1 gewinnen. Das war wieder das Manko der letzten Wochen. Okay, daran müssen wir arbeiten. Aber positiv ist, dass wir die Torchancen herausspielen und vor allem auch gerade in der zweiten Halbzeit auch in Überzahl das Spiel clever runtergespielt haben. Als Tabellenführer nächste Woche nach Bremen, da sollten doch auch 3 Punkte drin sein. Ja, wir wollen jedes Spiel gewinnen und natürlich werden wir alles daran setzen, 3 Punkte zu holen. Alles klar, vielen Dank, Christian. Inwobau. Ihr Partner von Anfang an. Tim Danneberg, du hast das 1:0 heute geschossen. 3:1 ging es am Schluss gegen Burghausen aus. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, wenn man die 90 Minuten sieht, war es natürlich heute ein hochverdienter Sieg für uns. Die eine oder andere Chance. Das, was wir auch die Spiele vorher schon ein bisschen bemängelt haben, die Chancenverwertung, das hätte heute noch ein bisschen besser aussehen können. Aber im Endeffekt zählen jetzt heute die 3 Punkte und das macht uns natürlich als Mannschaft überglücklich. Dann wurdest du jetzt oben im Presseraum eigentlich als bester Spieler des SV heute auserkoren. Freut einen das, dass man so eine gute Leistung abrufen kann? Ich meine, ich könnte diese gute Leistung nicht abrufen, wenn ich 10 beziehungsweise insgesamt 18 Spieler immer im Rücken hätte, die mich dann auch so gut in Szene setzen. Und im Moment klappt es einfach als Kollektiv und das freut mich einfach am meisten. Dann nächste Woche nach Bremen. Wie viele Punkte holen wir da? Ja, natürlich. Bremen ist jetzt das nächste Spiel. Wir arbeiten jetzt konzentriert die Woche weiter, konzentrieren uns. Ich habe gerade gehört, die haben noch ein Spiel umgedreht. Die Amateurmannschaften sind nie einfach zu spielen, aber wir als Mannschaft setzen uns natürlich das Ziel, jedes Spiel zu gewinnen. Und so soll es in Bremen dann natürlich auch sein. Alles klar. Also, vielen Dank, Tim. Danke. Entenmann Werkzeugshop. Auch für uns ist was dabei. Einfach online bestellen. www.entenmann-werkzeug-shop.de. Ottmar Schork, der Geschäftsführer des SV Sandhausen, gegen Burghausen gerade eben 3:1 gewonnen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich denke, es war ein hochverdienter Sieg unserer Mannschaft und es hätte sogar noch klarer ausgehen können. Aber wir sind bescheiden genug, um das gut einschätzen zu können. Es war ein überzeugender Sieg, ein verdienter Sieg unserer Mannschaft, aber mehr auch nicht. Hast du schon mal auf die Tabelle in der Zwischenzeit geschaut? Es laufen noch Spiele, aber die sind, glaube ich, ziemlich klar entschieden. Es sieht gut aus für den SV Sandhausen. Die Tabelle interessiert mich momentan überhaupt nicht. Wir wollen wirklich Woche für Woche gute Leistungen abrufen und das ist momentan eine Bestandsaufnahme, aber mit Sicherheit nicht aussagekräftig. Nächste Woche geht es nach Bremen. Mit dieser Leistung sollte doch auch 3 Punkte aus Bremen mitgeholt werden. Natürlich streben wir auch in Bremen 3 Punkte an, aber man hat auch heute gesehen, dass Bremen einen Auswärtssieg gelandet hat und man darf keinen Gegner unterschätzen, muss vor jedem Gegner auch den nötigen Respekt haben, aber natürlich auch Vertrauen in die eigene Leistung.
Dann schauen wir trotzdem mal ein Spiel voraus gegen Saarbrücken. Wird wahrscheinlich ein Topspiel werden in 14 Tagen. Wie viele Zuschauer werden hier erwartet und gibt es da irgendwelche Besonderheiten aus Sicht des SV Sandhausen jetzt schon 2 Wochen vorher zu sagen? Sportlich konzentrieren wir uns sicherlich jetzt auf das Spiel in Bremen. Aber natürlich rechnen wir damit, dass endlich mal gegen Saarbrücken mehr Zuschauer kommen und natürlich auch die Leistung unserer Mannschaft entsprechend honorieren in unserer Region. Denn ich denke, wir sind auf einem guten Weg und bieten auch guten Fußball. Und das hat sicherlich mehr Zuschauer verdient, wie es momentan der Fall ist. Gibt es schon eine Prognose, eine Hoffnung, wie viele Zuschauer es sein werden gegen Saarbrücken? Das ist schwierig zu spekulieren, aber ich denke, dass da auf jeden Fall wesentlich mehr kommen als heute. Vielen Dank, Ottmar Schork. HR-Transporte. Schnell. Unsere Auftragsannahme ist täglich 24 Stunden für Sie verfügbar. Besonders. Gefahrgutbeförderung, Just-in-Time-Lieferung. Lager. Umschlag, Kommissionierung, Verpackung, Versand. Service. Nutzen Sie unsere LKW-Waschanlage unterm Sand 11 in Leimen-Sand-Ilgen. Unsere Fahrzeuge sind täglich 24 Stunden für Sie unterwegs. hrt-gmbh.de ER Radio for You. Das Radio lebt und das bei uns auf verschiedenen Kanälen. Wir haben Baden-Württemberg in 3 Radiogebiete eingeteilt und Sie empfangen das Radio auch über Ihr Smartphone. Rund 30 Millionen Menschen deutschlandweit hören jeden Morgen Radio und damit zählte der Referent Martin List das Medium Radio zu einem Premium-Werbefeld. Neben dem großen Bereich Werbung ging es beim Radio Day auch um die Zukunft des deutschen Radios. Einer aktuellen Radiostudie der Leipziger FGM-Forschungsgruppe zufolge hören immer mehr Menschen über ihr Handy Radio. Der einfache Empfang über das Handy sei allerdings keine Konkurrenz zu den gewohnten UKW-Radiosendern. Da viele Sender ebenfalls online ihr Programm ausstrahlen, nutzten viele Menschen diese Möglichkeit, um auch nach dem Frühstück und dem Weg zur Arbeit im Auto ihren Lieblingssender weiter einzuschalten. Vor allem junge Erwachsene nutzten dieses Angebot. Der Radio Day fand bereits zum 17. Mal statt. Patrick Pröbsting, Nachrichtenredaktion. Köln. Wir haben 2011. Sie haben uns. ER Radio for You. Unterstreicht Ihr Image. Stellt neue Produkte vor. Informiert Mitarbeiter. Hebt Ihre Firma von anderen Marktteilnehmern ab. Beschallt Geschäftsräume. Festigt Ihr Sponsoring bei einem Verein und optimiert Ihre Öffentlichkeitsarbeit. ER Radio for You.